herzlich willkommen zum Video. Ich bin der Lasse, Bruder von Lennart. Sitzt hier drüben. Wir sind auf dem Weg zur Wohnung von Lennart. Gucken uns das an. Was seht, kannst du vielleicht auch für die Kamera sehen? Hallo, gut. Das sieht wirklich extrem gut aus, wie du filmst. Gott. Wir sind jetzt unterwegs, tatsächlich shoppen zu gehen. Mit Lennart. Wir gucken mal, wo rein. Was, wenn der dann der am nächsten ist, Zara, H&M, was auch immer, wo es uns hinführt, wo die Wege hinführen. Lennart, was suchen wir? Du brauchst definitiv ein Umstyling, weil du hässlich als fuck aussiehst. Okay, stopp mal ganz kurz. Das Umstyling hat bei mir tatsächlich schon begonnen, wie wir hier sehen. Ich habe mir heute die neue Jacke geholt und die Hose. Aber dann sieht die Hose nicht. Sieht unfassbar aus. Also Lasse wünscht sich tatsächlich so auszusehen wie ich. Deswegen darf ich jetzt auch mitkommen und ihn beraten. Ich möchte noch was sagen. Ich möchte noch auch noch was sagen. Zeigst du bitte mich? Du darfst gerade nichts sagen. Und zwar braucht Lasse einfach mal Sachen, die cool aussehen. Tatsächlich bin ich ja bekannt dafür, dass ich extrem gut aussehe. Und davon wird jetzt versucht, ein bisschen was an Lasse abzugeben. Wird schwer, weil er einfach gar keine Ahnung hat, wie man sich kleidet. Aber wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich sehe von Natur aus gut aus. Und zeigen einfach so ein bisschen, wie sich die Entwicklung entwickelt. Ich möchte noch was sagen. Also, erster Laden Kos. Für mich direkt hier so eine Jacke bzw. Kapuze. Keine Ahnung, sieht auf jeden Fall extrem sick aus. Und für Lasse gab es den Buckethead, weil er den einfach gut findet. Ich habe ihm direkt die Loose Fit Hose hier rausgesucht. Wir hatten die in schwarz und weiß. Er findet cremefarben am besten. Wird's die? Ja, ich glaube schon. Let's go. Also, erstes Teil schon mal gesichert. So, Freunde, zweiter Laden bei Arcad. Dem Jungen wurde jetzt erstmal eine Loose Fit Jeans rausgeholt. Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Let's go. Falls ihr Fragen habt zu einem Outfit oder auch Tipps braucht, können wir gerne auch mal zusammen shoppen gehen. So, Freunde der Sonne. Ich habe die ganz coole Hose entdeckt. Nein, ich wollte, dass du nicht dabei bist. So, Freunde der Sonne. Shopping-Tour ist beendet. H&M. 4 T-Shirts geholt, für der hat auch noch einen, also 5. Kannst du bitte sagen, dass du Basic T-Shirts geholt hast? Ja, Basic T-Shirts, klar, von H&M. 2 Hosen. Alter, die hat uns aber ordentlich angeguckt. Ja, holy fuck. Jetzt geht's zurück zum Auto, dann geht's nach Hause. Wir waren auch noch Sonnenbrillen anprobieren. Wir sind jetzt beide überfordert, weil wir mehrere Sonnenbrillen kaufen wollen. Also, falls jemand ein bisschen Geld schicken möchte, wir nehmen es auf jeden Fall an und wissen es auch auszugeben. Let's go. Damit es einfach alles einheitlich aussieht. Und dann nehmen wir euch heute wieder mit, wenn wir weiter shoppen. Let's go. Viel Spaß. So, Freunde, wir waren jetzt beim Friseur. Ist tatsächlich das Unmögliche wahr geworden. Ich sehe noch besser aus als vorher. Jetzt mit dem Wind natürlich mega. Wir sind jetzt wieder am Kudamm und werden jetzt noch weiter shoppen gehen. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Viel Spaß. So, wir sind jetzt bei Carhartt. Wir zeigen gleich, was Lasse sich so hier rausgesucht hat.
erstes Store Carhartt. Was wurde geholt? Eine Jeans. Was heißt Jeans? Kannst du nicht ausführlicher beschreiben, was du geholt hast? Eine blaue Oversize Jeans von Carhartt. Oversize. Ist doch so, oder nicht? Du meinst Loose Fit. Ja, fucking Loose Fit. Also es wurde sich eine Loose Fit Jeans geholt bei Carhartt. So grundsätzlich kann man sagen, dass mein Einflusslast auf jeden Fall sehr gut tut und das Ganze sich in die richtige Richtung bewegt. So, wir sind jetzt im Uniqlo drin. Für Lasse nochmal ein Basic-Shirt. Der Junge ist so lost. Der Junge ist so lost. Völlig verloren. Oh mein Gott. Guckt euch an, was ich mir hier antun muss. So, wir sind bei Zara in der Rollstuhlumkleide, weil wir mit Lasse unterwegs sind. Hallo! Ja, immer noch auf der Suche nach ein paar Basics. Jetzt haben wir hier für den Sommer ein leichtes Hemd und ein leichtes Polo, beides in weiß. Kann eigentlich nur scheiße aussehen bei Lasse. Und ich sehe by the way auch extrem gut aus mal wieder. Das ist wirklich krass. Let's go! So, also wir waren jetzt noch bei Zara und P&C. Zara war wenig erfolgreich. P&C dafür umso mehr. Und der Junge hat sich komplett gegönnt, noch eine Hose. Und dann haben wir noch Unterhose und Socken gekauft. Und den Hut. Lasse hat sich noch einen extrem hässlichen Fischerhut geholt, obwohl ich ihn davon abgeraten habe. Da kamen dann die alten Verhaltensmuster mit ihm durch und er ist wieder weggefallen, einfach in sein hässliches Kleidungsmuster. Da kann man leider dann auch wenig machen. Aber so grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ich es tatsächlich einfach gerettet habe für ihn und der Sommer eigentlich nur geil werden kann, weil ja, ich habe ihn halt gut eingekleidet, ne? Werdet ihr ja dann eventuell irgendwann sehen, falls ihr Bock habt, nochmal ein Haul zu filmen. Falls nicht, habt ihr Pech. Hallo, na, schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen auf meinem Channel. Ich bin Lennart. Und ja, Lennart Martin sagen manche auch. Also mein Vater. Ja, aber ist auch nicht so schlimm, ne? Also komm vor. Und sonst so, wie geht's euch heute so, ne? Also ich war heute am Kudamm, habt ihr ja gesehen. War mega. Gute Kameraführung tatsächlich. Ich hoffe, ihr enjoyed das Video. Gerne einen Kommentar schreiben, Like da lassen, subscribed. Da freut sich jeder drüber. Kommentar für den Algorithmus nicht vergessen, ne? Meine Freunde.